Hier ist das SKW-Journal am Dienstag mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz stark gestiegen. Eingeschränkt, Fahrstuhl der Verwaltung wird saniert. Und erweitert, neues Fahrzeug für THW-Ortsverband. Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den SKW-Nachrichten am Dienstag. Wir legen los mit den aktuellen Corona-Zahlen. Das RKI meldet für Dienstag eine Inzidenz von 295,7. Im Vergleich zum Vortag gab es 62 Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen sind es 213 gewesen. Am Verwaltungsgebäude Nikolaiplatz 30 wird seit Montag die Aufzugsanlage erneuert. Der entsprechende Baubeginn wurde kurzfristig bekannt gegeben, sodass keine Maßnahmen für einen alternativen, barrierefreien Zugang zum Verwaltungsgebäude umgesetzt werden konnten. Insbesondere der Besuch des Bürgerservice ist hiervon betroffen. Die Verwaltung bedauert diese Einschränkung. Übergangslösungen für die Zeit der Baumaßnahmen werden in Kürze bekannt gegeben. Hintergrund der Baumaßnahme sind vermehrte Störungsmeldungen des derzeitigen Aufzugs, der seit Mitte der 90er Jahre in Betrieb ist. Durch die Erneuerungsmaßnahmen im Auftragsvolumen von 77.000 Euro sollen zukünftig Ausfallzeiten und Unannehmlichkeiten für mobilitätseingeschränkte Bürgerinnen und Bürger minimiert werden. Die Bauarbeiten beginnen mit der Demontage der Altanlage. Das Ende der Arbeiten mit TÜV-Abnahme und Übergabe an die Stadt ist für die 32. Kalenderwoche eingeplant. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Am Wochenende konnte der THW-Ortsverband Brandenburg ein neues Fahrzeug in seinen Fuhrpark aufnehmen. Gemeinsam mit Kollegen war der Ortsbeauftragte Kai Kuckert ins 245 Kilometer entfernte Elze gefahren, um das neue Auto einem Mannschaftslastwagen entgegenzunehmen. Das Fahrzeug ist ein MAN mit 18 Tonnen Gewicht und 290 PS und kann bis zu 6 Kameraden befördern sowie unterschiedlich beladen werden. So ist es vor allem für besondere Einsätze geeignet, wie der Ausrüstung mit dem Absturzsystem Holz oder der Ausstattung mit mobilen Tankanlagen zur Waldbrandbekämpfung. Durch die hydraulische Ladebordwand mit 2 Tonnen Hubkraft ist es auch möglich, schwere Geräte und Maschinen zu verladen. Ein fest verlasteter Hubwagen erlaubt ein Be- und Entladen auch ohne maschinelle Hilfsmittel. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir beim Wetter. In den kommenden Tagen wird es recht sonnig sein. Nur wenige Wolken trüben das Bild. Dementsprechend wird es auch angenehm warm. Niederschläge, Fehlanzeige. Erst zum Havelfestwochenende steigen die Temperaturen dann auf rund 30 Grad. Und es muss vermehrt mit Hitzegewittern gerechnet werden. Soweit die Nachrichten hier im SKB-Journal. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und auf Wiedersehen.